Ich denke, jetzt ist soweit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem hervorragenden, wahrscheinlich letzten Teil. Ich hoffe, letzten Teil von The Last of Us. Ich würde einfach direkt nochmal anfangen, ein bisschen was erzählen dazu, was wir bisher gemacht haben, für alle diejenigen, die noch dazukommen müssen und ja, die vielleicht auch noch nicht so richtig wissen, was passiert ist. Ich hoffe, heute funktioniert das mit dem Stream ein bisschen besser als letzte Woche Freitag. Ich habe ein bisschen was gedreckt und gedrechselt. Ich hatte komplett vergessen, dass ich irgendwann mal vor einigen Monaten meine PlayStation von meinem Router von der Kabelverbindung getrennt habe und das Ding lief jetzt die ganze Zeit über WLAN. Von daher bin ich tatsächlich fast ein bisschen überrascht, dass es so gut lief, nicht? Hallo, liebe Lisa. Schön, dass du da bist und zurück bist. Genau, deswegen, aber ich hoffe, dass es heute ein bisschen besser läuft. Ich bin guter Dinge, aber so wie meine Woche gelaufen ist, weiß ich nicht, ob nicht vielleicht auch einfach meine Wohnung abbrennt, während ich anfange zu streamen. Mal gucken, was draus wird. Genau, dann würde ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen was sagen. Also die ganz groben Züge der Geschichte. Wir spielen eine Geschichte, in der wir Ellie und Joel verfolgen, die, ja, gemeinsam quer durchs Land reisen, von der Ost- zur Westküste, so roundabout. Das ist so ein bisschen der Plan. Und ja, zum Anfang war noch Tess, hieß sie, glaube ich, mit dabei. Und die haben wir dann aber leider an die Zombifikation verloren, weil wir nämlich in einer postapokalyptischen Welt unterwegs sind, in der ein Pilz die Menschen zu Zombies macht und dann blähen die auf und ganz furchtbar, ganz hässlich, ganz gruselig. Aber nicht nur die Zombies sind ganz gruselig, sondern eben auch die Menschen, die man auf dem Weg trifft. Wir haben ja das eine oder andere Hindernis überlebt und letzte Woche haben wir tatsächlich einen pädophilen Kannibalen oder einen kannibalistischen Pädophilen. Ich weiß es nicht, wo da die Präferenz liegt. Da müsste man ihn mal selber fragen, aber das ist leider nicht mehr möglich. Ja, den hatten wir besiegt. Wir hatten auf dem Weg dann auch nochmal Joels Bruder getroffen, der ganz cool ist, der jetzt geheiratet hat. Und ja, was aber der wirklich Kern der Geschichte eigentlich ist. Und das Schöne an Last of Us ist halt einfach die Beziehung von Ellie und Joel, die sich verändert. Bei Joel lernen wir zum Anfang des Spiels, dass er seine Tochter verliert in den ersten Tagen der Pandemie. Und ja, der hat so ein bisschen Probleme, sich mit einem Mädchen anzufreunden, das auch von ihm verlangt, dass er in eine Beschützer- und auch so ein bisschen in eine Vaterrolle geht. Und ja, das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr machtvoll. Und heute gucken wir mal, was beim Ende bei rauskommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Dann würde ich jetzt einfach mal direkt den Button pressen, der mir da empfohlen wird. Und ja, Pandemie kennen wir ja jetzt, ja. Der Jenser gibt mir bald seinen Impfsaft. Das ist das Schöne. So, jagen wir mal hier Last of Us, die Story rein. Wir gehen noch mal ein kleines Stück zurück, aber das machen wir nur, damit wir die Cutscene quasi von Anfang an sehen. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sind nämlich jetzt hier und schwimmen. Versuchen, Ellie zu retten. Ellie kann nicht schwimmen. Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Und jetzt kommen wir da hier schön. Da gehen wir schön Schmorris hier. Gehen ein bisschen Lackus. Vielleicht 2 Minuten vorher auftauchen sollen. Aber gut. Gottes Willen, ich habe das Spiel sehr laut heute. Ich hoffe, das ist gut zu hören. Am Mittwoch ein bisschen Koop-Stream gehabt und hab da ein bisschen was verstellt. Ich hoffe, dass es heute einfach gut zu hören ist. Sowohl ich als auch das Spiel. Hands in the air! She's not breathing. Hands in the fucking air! Come on, man. Nicht schön. Wirklich nicht schön. Welcome to the Fireflies. Sorry about that. They didn't know who you were. And Ellie? She's all right. They brought her back. You came all this way. How'd you do it? It was her. She fought like hell to get here. Maybe
It was meant to be. I lost most of my crew crossing the country. I pretty much lost everything. And then you show up, and somehow we find you just in time to save her. Maybe it was meant to be. Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care of her. I worry. Just let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. The hell do you mean, surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where... Stop. I get it. But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through. I knew her since she was born. I promised your mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me. Or even her. There is no other choice here. Telling yourself that bullshit. March him out of here. He tries anything, shoot him. Ich hab ihren Namen schon wieder vergessen, das ärgert mich gerade. Release this gift, Joe. Aber ja, Ellie muss sterben. Get up. I said get up. I said move. Give me an excuse. Which way? What the fuck are you doing? Keep walking. I said keep walking! Where was the operating room? I ain't got time for this. Where? Where? Top floor, the far end. Ja. Ich habe gerade auch das Bedürfnis, hier alle zu töten. Okay, was haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall Stupsi am Start, aber ich glaube, hier ist der erste. Die erste Wahl ist. Deckung zu nehmen. Schade, dass May nicht da ist. Die könnte uns jetzt sagen, wie die Frau heißt. Aber das ist die Frau, die uns Ellie am Anfang gegeben hat. Für den Fall, dass ihr das noch nicht gerochen habt. Ethan's dead. We got a man down. The smugglers escaped. Oh, Ethan hat was. Yes, sir. Search the floor. Find that smuggler and shoot him on sight. Okay. Okay. Wir müssen mal gucken, dass wir hinter uns nicht irgendjemanden haben, der uns da Strich durch die Rechnung macht. Okay. Wir versuchen das ein bisschen sneaky zu machen. Wir haben ein bisschen Zeit heute. Ich habe gerade mega das Bedürfnis, hier alle wegzumachen. Ich glaube, alle, die wir finden hier, wir werden hier keinen
Wir werden keinen zurücklassen und die gute Dame, die uns da die Ellie kaputt machen möchte, die kriegen wir auch noch dran. Oh. Bist du dann ab Montag wieder voll im Einsatz oder geht's für dich am Wochenende schon los? Du, das ist nicht die beste Situation, in der wir gerade sind. You got any surprises for me? Huh? Son of a... Okay, das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Okay, wo gehst du hin? Ja. Ich hätte eigentlich geplant gehabt, nächste Woche nochmal eine Arbeitswoche zu machen und dann muss ich, dass ich dann in Urlaub gehe. Aber es stellt sich raus, dass ich spontan noch eine zusätzlich große Aufgabe bekommen habe im Projekt. Oh, fuck! Ah, fuck. Ich glaube, wir fangen das nochmal von vorne an. Ich wollte den anderen nicht kaputt machen. Ich bin echt ein Arsch voll Leute. Crazy Shizzle. Ja, genau, das mit der Schule. Oder mit den Schulen. Ach komm, wir fangen das nochmal neu an. Wir machen das vernünftig hier. Okay, nehmen wir nochmal 3-4 Stupsi mit. Machen das gleich. Ja, genau, das ist halt ein Riesenaufwand. Was habe ich denn an Zeug da? Auf jeden Fall Chrisseln. Killed Ethan. What? Ethan's dead. We got a man down. The smugglers escaped. Locate the target and eliminate him. Ah, ja. Und es ist halt einfach ein Riesenaufwand. Es ist die Frage, ob wir das logistisch nächste Woche so vorbereitet bekommen, dass ich in Urlaub gehen kann oder dass ich quasi noch weiter vor Ort sein muss. Ach ja, Urlaub ist eine schöne Sache. Ich habe ehrlich gesagt, ich brauche ganz dringend Urlaub. Ich habe jetzt zu Ostern 4 Urlaubstage und natürlich hatte ich jetzt auch die freien Tage und den ganzen Schüssel, den auch alle anderen Leute hatten und so. Aber ich hätte es jetzt tatsächlich auch nicht schlecht gefunden. Uiuiui, das war knapp. Jetzt tatsächlich mal eine Woche Urlaub zu machen. Vielleicht 2-3 Touren mit dem Fahrrad irgendwie zur Elbe oder zum Wasserstraßenkreuz oder irgendwie sowas. Und es mir halt einfach gut gehen zu lassen. Das wäre halt einfach das, was ich gut gefunden hätte, aber leider wird es das vielleicht nicht werden. Was ein bisschen schade ist. Ich bin nämlich ein großer Fan davon, Urlaub zu machen. Naja. Habt ihr denn irgendwie Pläne für einen Urlaub oder irgendwie sowas in die Richtung? Ja, kann ich halt nichts für. Es ist halt einfach, bei uns im Projekt läuft es nicht so gut. Das ist unser Teil und das ist unsere und das ist auch vor allem meine Verantwortung. Also das nehme ich jetzt mit, aber ich habe halt die Frage dazu, wie wir das machen und ob wir das machen, habe ich halt schon vor einer ganzen Weile gestellt gehabt und na, schade. Aber da kam halt ich muss häufiger diesen Schwanzblick hier machen. Kommt der hier durch die Tür durch? Jo, Assault Rifle. Sehr gut. Können wir die nachladen? Können wir nicht. Brauchen wir jetzt aber auch an der Stelle noch nicht. Nehmen wir den mal auf. Wir haben nur noch 3 Pfeile. Schade. Okay, da kommt nochmal ein Dude. Wir lassen die einfach auf uns zukommen. Wir snatchen die weg, wo wir sie kriegen.
ich mag das mit dem Pfeil und Bogen hier. Naja, ist alles ein bisschen ärgerlicher, als es sein sollte, aber gut, was will man machen? Gehört so ein bisschen auch zur Arbeit dazu. Okay. Und hätte ich das halt vorher gewusst, dann hätte ich halt jetzt irgendwie die Woche Urlaub gemacht oder die Woche davor oder irgendwie sowas und hätte halt einfach mich da ein bisschen besser orientiert, aber kann man halt nicht wissen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit drüber weinen, dass ich keinen Urlaub bekomme oder nicht den Urlaub, den ich haben wollte oder wie auch immer. Lisa, du hattest was gesagt von Fadi. Wie ist der am Stüsseln? Alles gut? Oder... Ja, was heißt, also wir haben so, also ich mache mir halt eine Raste, aber wir haben keinen, wer wann wie da sein muss, weil wir auch nicht so einen strikten Plan haben, was, war das ein Fehler? Also bei uns muss niemand irgendwie was abdecken, groß. Also es ist jetzt kein Schichtdienst, sondern halt, ja, okay, man plant sich das und dann plant man sich den Urlaub so, aber ich habe jetzt keine ultra harte Urlaubsplanung, weil halt einfach auch nicht abzusehen ist. Schichtkohle oder Blaumkohle? Gute Wahl. Ich glaube, da hat er noch einiges zu verarbeiten dann an der Stelle. Von daher ist es per se eigentlich, ich könnte theoretisch auch sagen, okay, ich mache dann halt einfach dann, wenn ich kann, so, und dann ist das auch kein Problem, Urlaub zu nehmen erstmal. Weil da kommt halt einfach der Rücklauf und gut ist und dann ist auch gut so. Aber da muss man halt. Alles klar. Sind wir in dem Territorium, dass wir uns darüber freuen? Okay, da ist noch ein Dude. Aber vorhin waren es viel mehr Dudes. Wir sind jetzt schon mal hier alles weg. Was? Oh, wir kriegen noch Pillen. Damit hätte ich an der Stelle jetzt auch nicht mehr gerechnet. Ja. Hast du denn gestern ins Summer Game Fest in die ersten Momente reingeguckt, Lisa? Oder heute im Verlauf des Tages gibt es irgendwas, was dich reizt? Okay, der Dude ist da ziemlich alleine. Ich glaube, da müssen wir gleich irgendwann mal hingucken. Summer Game Fest ist so eine Veranstaltung, die gerade am Laufen ist und die auch noch eine ganze Weile laufen wird. Das ist so eine... Jeff Keighley, das ist der Typ, der auch die Game Awards jedes Jahr im... Ich muss lügen, ich glaube, das ist immer im Dezember. Kann aber auch sein, dass das im November ist. Bei mir im Jahresendsport verliert sich immer bei mir einiges. Und der hatte das letztes Jahr, weil die E3 ausgefallen ist, so eine Veranstaltung gemacht, in der er halt so digitale Showcases von Publishern. What the fuck? Wo kommen die her? What the fuck? Ich will die doch nicht, dass die hier sind. Genau, das war halt eben so eine Veranstaltung im letzten Jahr schon und jetzt gibt es zwar die E3 in der digitalen Fassung, aber das Summer Game Fest gibt es weiterhin. Man, don't check it out there. Ja, jetzt konkurrieren halt beide Formate miteinander. Entschuldigung, da muss ich gerade selber ein bisschen durchatmen. Ich mache hier alle Pfeile fertig. Ohne Spaß. Wir sind hier Pfeil und Bogen Crew 101. Oh, Dude, geh da hin und stirb, bitte. Tu mir den Gefallen. Okay, wo haben wir das denn? Wir haben auf jeden Fall noch drei Dudes, ich weiß nicht wie viele. Ja. Ah, fuck.
Fuck, ich hatte den Bogen nicht mehr. Ich hätte jetzt versucht, den mit dem Bogen zu erwischen, in der Hoffnung, dass ich den anderen Dude dazu bringe, da hinzulaufen. Aber der bewegt sich da kein Zentimeter. Der ist echt ein bisschen tricky auch, oder? Wie war das mit dem Arrow to the Knee? I was once also ein Abenteurer und dann habe ich aber einen Arrow ins Knie gekriegt. Irgendwie so? Okay, ne, hier, ich darf mich nicht verlaufen. Ich darf mich nicht verlaufen. Aber das mache ich auch nicht. Okay. Nein, Nightbot, nicht gut. Okay, es sind schon wieder Hunde draußen. Okay, das Licht, das hier hinten hinkommt, das ist definitiv nicht von... Warte mal, jetzt basteln wir auf jeden Fall nochmal. So ein Jimmy. Und noch so ein Jimmy. Wir basteln nochmal hiervon ein. Ja, jedenfalls war gestern die Auftaktveranstaltung von dem Summer Games Fest. War ganz okay. Elden Ring hat einen neuen Trailer bekommen. Elden Ring ist so ein... Versuche ich ihn mit dem Pfeil und Bogen wegzumachen? Ich glaube, das möchte ich nicht. Aber man muss beide zusammen wegmachen. Anders geht's an der Stelle, glaube ich, nicht. Elden Ring ist so ein bisschen was Richtung... Demon's Souls, das hatte ich auch vor ein paar Wochen mal gespielt. Kann ich mir vorstellen, dass es cool wird. Wobei es mich jetzt grafisch nicht so umgehauen hat. Aber ich habe auch diese Summer Games Fest Kiste mir angeguckt bei YouTube, und YouTube macht ja auch so Live-Events gerne mal, Pixel-Show, und belässt es dann auch dabei. Okay. Er guckt jetzt gleich nochmal zu mir, dann guckt er wieder weg und dann gehe ich. Er guckt sehr lange nicht zu mir. Und dann guckt er wieder weg. Molly oder Bombe, Lisa? Sag mal was. Hey, May, wie heißt die Frau, die uns Ellie anvertraut hat? Bin schon die ganze Zeit am Sagen, warum ist May nicht da? Wir metzeln uns hier nämlich sehr professionell und haben das noch nicht einmal wieder neu angestartet. Durch Molotov. Guck noch mal weg, Dude. Guck noch mal weg. Get Molotov down. Molotov. Ohne Spaß, ey. Als ich das erste Mal gespielt habe, war es, glaube ich, mitten in der Nacht. Das hat auch keiner gesehen, wie ich hier voll verkackt habe. Und da bin ich ein paar Mal öfter gestorben und habe das mit dem Sneak nicht so gut hingekriegt. Ich glaube, das ist jetzt gerade der beste Sneak-Teil. Genau, Marlene, genau. Tess kennen wir ja, wir sind ja alle nicht doof. Würde ich jetzt behaupten. Aber Marlene, nicht Marlene. ich bin zu alt. Okay. Ja, ich weiß, May. Du wirst es gleich hören, bevor du siehst. Bevor du deine eigene Antwort siehst, wirst du hören, dass ich Test gesagt habe.
weil ich nämlich nicht nur ein Doofmann bin. Okay, haben wir hier noch Sachen drin? Wir haben ganz wenig Munition von der Kalaschnikow. Okay, wir haben noch eine Viertelschere haben wir noch. Ah, ja, richtig gut. Und wir waren gerade dabei, uns über Summer Game Fest zu unterhalten, wo es ein paar coole Sachen gab. Unter anderem zu Among Us, zu die Dark Pictures Anthologie. Das Spiel, das wir letztes Jahr zu Halloween gespielt haben. Da gibt es dann bald einen neuen Teil mit, oh, wie heißt sie denn? Ich bring die noch um. Search every inch of this floor. Find this guy now. What was that? Yeah, what the hell was that? Ja, ich bin heute nicht gut mit Namen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen... Woran merkst du denn, dass du alt wirst? Du bist doch gar nicht alt. Achso, das Knie. Nicht so gut, nicht so gut. Warum ist er denn jetzt erst zu spät gestorben? Ah, das war... Ich mag mein aggressives Tier, aber das war fast ein bisschen zu aggressiv. Für die nächsten Encounter müssen wir es besser machen. Ich schwöre dir, nee, bisher war es wirklich gutes Gameplay. Konntest du Hitze mal einfach nur so ertragen? Ich war da immer nicht so ein großer Fan von, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich war schon immer fett. Oh, wollt ihr eine Geschichte von meinem Dönermann hören? Den ich heute das erste Mal offensichtlich seit 6 Wochen wiedergesehen habe? Oder 7, ich weiß es nicht ganz genau. Das war spooky. Warum kommt er einfach da raus aus dem Raum? Oh, ey, ohne Spaß. Darf ich mal ein bisschen angeben? Mein leiser Ventilator, der macht schön Wind, aber leise. Und es gibt nichts, was mir mehr Freude macht, als mein Ventilator, den ich mir letztes Jahr im Sommer gekauft habe. Der ist richtig, richtig, richtig deluxe. Ja. Da will ich, also ich will nicht angeben, so. Ich will nicht sagen, hey, ich bin besser als ihr, so. Aber mein Ventilator ist wirklich absolute Deluxe-Klasse. Warum haben wir denn so viel Tape? Pumpen brauchen wir nicht. Wir haben keine Mehlewaffe. Können wir irgendwas mit dem Tape anfangen? Nee, nicht wirklich. May, hast du auch Bock auf Dönermann-Geschichte? Ey, ohne Spaß, die hat halt diese Flüsterfunktion oder diese ultraleise Funktion. Und es gibt nichts, was mir mehr Freude bereitet. Genau, weil ich hab heute nämlich mal wieder meinen guten Freund getroffen und der hat dann quasi sein jungscher Kollege immer den Laden gehütet und jetzt hat er dem, waren so beide endlich mal wieder zusammen da, die habe ich auch schon ewig nicht mehr zusammen in dem Laden gesehen, also jetzt seit Beginn Corona nicht mehr und ja, dann kam ich rein und ich dachte, irgendwie sieht er anders aus.
Und dann hat er mich gefragt, ob ich zugenommen habe. Da habe ich gesagt, ich komme hier jede Woche her und hole mir einen Döner. Was soll passieren, außer dass ich fett werde? Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn los? Warst du beim Friseur oder was? Und dann habe ich ohne Spaß den kompletten, er hatte kaum Zeit, dem Jungschen zu sagen, was ich für einen Döner haben möchte. Ich habe die komplette Zeit erklärt bekommen. Also er hat Familie in der Türkei so und da ist er hingefahren und da hat er sich eine Haartransplantation machen lassen und ich habe wirklich alle Bilder gesehen von, das war direkt danach, 2 Tage danach, 3 Tage danach, 2. Woche so. Und das war halt einfach ultra krass. Und dann haben wir uns ein bisschen über Haartransplantation unterhalten, in dem Rahmen, der uns möglich ist an der Stelle. Und das war tatsächlich ziemlich cool. Scheint ihm gut zu gehen und seine Hoffnung ist, dass das irgendwie in einem halben Jahr ist das alles sexy. Und dann ist das wieder alles voll. Und er hat mir auch Bilder von der Klinik gezeigt und hat mir erklärt, was es kostet und so. Und ja, also wenn es eine Sache gibt in meinem Leben, die mich glauben lässt, dass ich ein guter, qualitativer Sozialforscher bin, ist es der Umstand, dass mir Menschen die Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Und offensichtlich, der hat da überhaupt kein Problem mit gehabt, gesagt, ja, ich erzähle jetzt, dass ich mir halt die Dings gerade mache. Ich meine, es ist offensichtlich, dass irgendwas mit seinen Haaren ist. Ich habe nur gedacht, hat sie sich kurz gemacht. Ich hatte aber auch nicht im Kopf, wie viel kürzer und wie anders das aussah. Aber ich hatte einfach auch nicht so viel sehe davon. Wollen wir uns eine Geschichte anhören? Wir haben nämlich jetzt ein... Was haben wir denn? Wanted Poster? Wir hätten einfach hochgehen können. Spielen wir es mal ab. Hören wir es mal an. April 28. Marlene was right. The girl's infection is like nothing I've ever seen. The cause of her immunity is uncertain. As we've seen in all past cases, the Antigen-Titer. Patient's cordyceps remain high in both the serum and the cerebrospinal fluid. Blood cultures taken from the patient rapidly grow cordyceps and fungal media in the lab. However, white blood cell lines, including percentages and absolute counts, are completely normal. There is no elevation of pro-inflammatory cytokines. And an MRI of the brain shows no evidence of fungal growth in the limbic regions, which would normally accompany the prodrome of aggression in infected patients. We must find a way to replicate this state under laboratory conditions. We're about to hit a milestone in human history equal to the discovery of penicillin. After years of wandering in circles, we're about to come home, make a difference, and bring the human race back into control of its own destiny. All of our sacrifices and the hundreds of men and women who've bled for this cause, or worse, will not be in vain. Alles klar, die haben große Hoffnung, dass sie damit, dass sie Ellie umbringen, guten Schissel machen. Ich sag nein. Warte mal, ist das hier gleich die nächste Stelle oder ist das einfach nur... Okay, das ist einfach nur ein Raum. Warte mal, ist da ein Dude gewesen? Okay, da habe ich mich getäuscht. Ja, das ist tatsächlich eine Unze. Wholesome. Das muss ich bestimmt aufknacken, oder? Ja. Alright. Hoffentlich finden wir noch ein paar. Firefly Pendant. Ich glaube, ich habe nicht alle Firefly Pendant gefunden. Okay. Oh, nice. Hast du gerade eine bestimmte Person im Blick oder ist das einfach nur die Erkenntnis, dass nicht alle Menschen cool sind? Oh, wen denn? Ich bin jetzt mal als mega aggressiv und sage, ich werde hier nicht nochmal Schaden nehmen. Wir machen unsere Melewaffe ein bisschen sexy. Okay. Hier sind nirgendwo Leute. Ja.
Hättet ihr eigentlich Bock auf Ratchet & Clank? Ah, okay. Hat er eine kleine Lebenskrise? Also ich möchte kurz dazu sagen. Ich habe heute meinen schönen Ratchet & Clank Hut bekommen, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn bekomme, dafür, dass ich Ratchet & Clank mitgebracht habe. War ich ein bisschen irritiert, ehrlicherweise. Weißt du denn, woran es liegt, dass er so ein bisschen Probleme hat? Ich würde, also du kannst gerne tippen, wenn du möchtest. Ich würde eine Geschichte erzählen, die vielleicht nicht ganz so viel damit zu tun hat, aber wo ich... Marlene's Journal. Lesen wir das mal durch. Ich würde jetzt sagen, May, liest du vor, aber das können wir hier gar nicht machen. March 15th. We finally crossed the Utah border. In a couple of days, we'll be back with the others. Today, the crew was in much better spirits. I've been worried about their morale since Greg and Tanya's passing last week. It's good to hear them laughing again. Robin came up to me and said, thank you for watching over us, Marlene. It was a small gesture. Ohne Spaß, theoretisch könnten wir dich dazuschalten. Ich könnte dich einfach in die Party holen und jedes Mal, wenn es ans Lesen geht, machst du das Mikrofon auf und liest die Sachen vor. Thanks for watching over us, Marlene. It was a small gesture, but I needed it. Oh, Marlene braucht es, dass die Leute ihr sagen, dass sie eine coole, coole Person ist. Wer hätte das gedacht? Die Frau, die die Tochter ihrer besten Freundin umbringt. March 23rd. Ellie never made it. We arrived at the hospital. There was much celebration, at least from the others. I guess they're happy to see their old friends. We haven't seen some of these guys in over 10 years. After they told me the news, I couldn't eat. I couldn't talk to anyone. I should be grateful to just be alive, but right now I just want to shut my fucking eyes for a bit. March 24th. They look at me and I know what they're thinking. That we're a bunch of incompetent grunts. What was I supposed to do? I thought I was going to die. My men were being hunted by the entire Boston battalion. I had to get her out of the city. How was I supposed to know the Firefly escorts were already dead? God damn it. I panicked. In the end, I healed pretty damn quickly, and my men were more capable than I gave them credit for. More than a handful survived the army's attack. I should have kept her with me instead. I handed her off to a couple of smugglers. I failed you, Anna. I failed all of us. I'm an incompetent, warum will ich incompetent sagen? An incompetent grunt. April 25th. I can't stand talking to any of them. I don't think I can take the stairs any longer. No way I can stay here. April 28th. One of our scouts just radioed in. He spotted an older man and a young girl entering the tunnel by the bus terminal. I think she might have had red hair. He thinks she might have had red hair, but he's not sure. What if it's her? Stop doing this, Marlene. The Reckon squad is about to head out. I'm going to join them. April 28th. When you're lost in the darkness, look for the light. She's alive. They're running the test on her now. I can tell if I'm excited, scared, or just nervous. All I know is my hands won't stop shaking. Ja. Ist interessant, also sie wirkt so wie so eine Go-Getter-Person auf mich. So wie jemand, der Erfolg haben möchte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine Situation ist, in der ich Erfolg haben möchte. Also ich würde gerne leben so, wenn ich hier wäre. Aber, naja. Aber ich finde Marlene jetzt auch einfach aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, nicht hundertprozentig sympathisch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Die Geschichte, die ich noch kurz erzählen wollte, ist, ich folge seit, wie gesagt, seit letzter Woche einen coolen Streamer, der so Mario Maker Kram macht. Habe ich das gerade geschafft, ohne dass ich entdeckt wurde? Okay, wir haben 5, vielleicht 6 Dudes. Jedenfalls, der grindet gerade einen Level, den er entwickelt hat. Und es ist halt ein ultra harter Precision-Level. Und der verliert regelmäßig den Verstand so. Weil du halt einfach, also ihr könnt euch die Videos angucken und da ist halt einfach irgendwie 5 Stunden dieser Level. Und das ist ein Level, den man in 40 Sekunden fertig haben muss. Und immer wieder von vorne und immer wieder an neuen Stellen sterben und so. Und das ist halt einfach ultra hart. Bei dem habe ich auch den Eindruck gehabt, zwischenzeitlich mal, dass er... Dass er so ein bisschen den Glauben verliert.
Ich weiß es ja nicht. Okay, versuchen wir es hinten rum zu gehen. Nee, Beast nicht. Beast war die Woche krank. Der macht auch nicht so viele. Danke, Lisa. Der macht auch nicht so viele Level. Und das Ding ist, der Typ, der grindet halt diese Level und hat irgendwie für den ersten Teil, oder es gibt das jetzt das zweite Level in dem gleichen Stil. Und den ersten Level hat er halt entwickelt und dann gegrindet, hat ihn, glaube ich, nach einer Woche oder zwei Wochen hochgeladen. Aber jedenfalls, ich glaube, 70 Stunden oder mehr, die das gebraucht hat, um das zusammenzubringen. Das sind quasi für mich alles nur alte Kamellen, alte Kriegsgeschichten, die ich selber nicht erlebt habe. Und Beast hat das Level gespielt, hat es in 20 Minuten fertig gehabt. So. Und das ist halt einfach der Unterschied. Es gibt Leute, die haben halt einen ultra krassen Skill so und können halt einfach die härtesten Level der Welt spielen. Und dann gibt es Leute, die haben wirklich gute Ideen und können das Spiel, also der kann das Level besiegen. Ich weiß das. Ich habe die Zwischentrainingseinheiten und all das gesehen. Aber das dauert halt einfach, bis man perfekten für sich selber einen perfekten Run zusammenbringt. Naja. Ist halt alles ein bisschen schwierig. Kriegen wir ihn da mit Pfeil und Bogen weggesnitcht? Können wir die mit Pfeil und Bogen wegsnitchen? Ja, das finde ich auch in Ordnung. Also ich glaube, ich hoffe, niemand hat die Erwartung, dass ich halt einfach ultra krasses Gameplay hinlege. So. Ich will hier einfach Spaß haben so und ich bin weit davon entfernt, irgendwie ultra krass zu sein. Und ich finde, bei manchen Sachen macht es ultra, ultra Spaß. Danke, Lisa. Bei manchen Sachen macht es halt einfach ultra Spaß, zu sehen, dass man halt so Sachen macht. Naja. Aber ich weiß auch nicht, wie gesagt, das ist halt. Ich habe bei dem halt ab und an mal den Eindruck, okay, das ist jetzt. Vielleicht war es jetzt eine Stunde zu viel, so. Oder vielleicht waren es zwei Stunden zu spielen. Naja, und das war halt gestern oder vorgestern Abend, habe ich zum Abendessen nochmal ein bisschen geguckt. Und ja, da war dann genau das. Ich habe keinen vernünftigen Winkel für die Dudes. Der eine macht da hinten immer seine Übungen und der eine macht hier vorne immer seine Übungen. Und der macht da immer. Ich werde den Bogen einfach mal ausprobieren. Wenn er sich nochmal wegdreht. Okay, das funktioniert nicht. Habe ich jetzt beide erwischt? Oh, ich glaube, ich habe beide erwischt. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Oh, da sind noch fünf. Warum sind da noch fünf? Ich habe gerade ganz viel. Ich habe gerade mindestens drei weggemacht. Okay, aber ihn kann ich sneaken, glaube ich. Wenn ich sneaken kann. Geh weg! Guck mich hier! Guck mich nicht an! Das war ein Deluxe-Sneak. Entschuldigung. Okay, wo ist er? Ja, ich finde auch diese Diskussion darum, ob den Easy Mode zu haben oder Barrierefreiheitsoptionen zu haben, ob die was kaputt machen oder nicht. You guys, go check over there.
Ich hab's nicht so richtig gut formatiert gerade. Den letzten Nightbot. Wir haben den Pfeil zurückbekommen. Das ist cool. Haben wir nochmal die Option, immer mit Pfeil und Bogen zu snatchen. Hey, aber das ist nicht schlecht. Wir machen das hier nicht schlecht. Genau, das ist halt, diese Diskussion finde ich mega daneben und ich finde das halt irgendwie vollkommen kaputt. Also Ratchet & Clank hat zum Beispiel sehr viele, oder soll sehr viele Optionen haben. Es gibt so einen, ich glaube Blind Gamer Steve heißt der, falls ich den Namen jetzt nicht richtig zusammenbringe. Das ist tatsächlich ein blinder Zocker, der auch streamt und von dem gibt es, glaube ich, bei Last of Us 2 ein Video, wo er dieses erste Menü bekommt, wo die ganzen Barrierefreiheitsoptionen drin sind und er fängt halt an zu weinen und da werde ich auch ein bisschen emotional, wenn ich das sehe, wo ich mir denke, hey, ich habe Bock zu zocken so, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier fundamental philosophisch werde, ich habe Bock zu zocken so und ich finde es cool, wenn jeder das findet, worauf er Bock hat zu zocken und ich freue mich unglaublich, May, dass du halt nicht nur Animal Crossing und Breath of the Wild für dich gefunden hast, sondern auch Horizon und dass du das ist, woran du Fates hast und ich glaube, das ist halt so das Coole. Und am besten ist es, wenn man es mit jemandem teilen kann. Wenn man zusammen teilen kann und wenn man halt einfach sagt, hey, ich habe das ultra krasses gezockt oder ich habe hier ein Indie-Game, wollen wir das mal zusammen zocken oder so. Und dann gibt es halt so Sachen wie Mario Maker, wo man halt tatsächlich so skillen kann und grinden kann. Wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, macht man es nicht. Okay. Haben wir hier noch was Cooles? Oh, wir haben noch einen Recorder. Hey, Anna. It's been a while since we spoke. I just gave the okay to proceed with the surgery. I really doubt I had much of a choice. Asking me was more of a formality. I need you to know that I've kept my promise all these years. Despite everything that I was in charge of, I looked after her. I would have done anything for her, and at times here's a chance to save us. All of us. This is what we were after. What you were after. They asked me to kill the smuggler. I'm not about to kill the one man in this facility that might understand the weight of this choice. Maybe he can forgive me. Oh, I miss you, Anna. Die sagt das so ein bisschen so, als ob das was ist, womit sie ihren Gefallen tut. Was ich bezweifeln würde. Ja, das ist alles sehr, sehr furchtbar. Ich meine, es ist cool, dass sie versteht, dass wir verstehen, also dass wir eine Beziehung zu Ellie haben. Nee, Marlene mag ich auch nicht. Das Ding ist, ich mag sie bis hierhin. Okay. Oh, da drin ist Ellie schon. Oh. Seid ihr bereit? Dann holen wir jetzt Ellie raus, oder? Bisschen gruselig. Sweet Jesus.
What are you doing in here? I won't let you take her. No! War hier nicht noch eine dritte Person? Oh, fucking animal! Okay, wie kriege ich Ellie ab? Okay. Ich finde es das weird, dass sie die tatsächlich auch in der Kinderabteilung behandeln. I got you. I got you. Come on. Tell me which way. Come around to the other side. We're okay. We're okay. We're okay. Drop her. Now. I got him in my sight. I said get back. Hey, come on. Stop. Oh God. Come on. You can't save her. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. Look. You can still do the right thing here. She won't feel anything. Das macht's besser. Das macht's so viel besser. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. It's dozens, actually. Ain't done them a damn bit of good, neither. They've actually... They've stopped looking for a cure. I'm taking this home. Sorry. Wait. Let me go. Just come after her. Like we're walking. I
Should be a straight shot through here. All right. It's actually kind of pretty, ain't it? Yeah. All right. Now watch your head going through. Here. I got it. Oh. Feeling my age now. Don't think I ever told you, but Sarah and I used to take hikes like this. Nee, sie wurde gebissen, aber ist bei ihr mutiert und sie wird nicht zum Klicker oder zum Zombie. Would have been good friends. I think you really would have liked her. I know she'd have liked you. I bet I would have. Na, Joel, hättest du ein bisschen was von Sarah, von seiner Tochter erzählt? Look down there. It's a little bit further now. I got you. Give me your hand. All right, come on. Hey, wait. Back in Boston? Back when I was bitten, I wasn't alone. My best friend was there, and she got bit too. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what... You keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Ja, und das war The Last of Us Remastered auf der PlayStation 5. Abschließend noch ein paar Kommentare von euch. ja. Waren vor allem, glaube ich, zwei unterschiedliche Erfahrungen. Ja. Der Tod von Ellie hätte die Menschheit retten können, mehr oder weniger. Und Joel hat sich dann dagegen entschieden, weil er schon mal einmal alles verloren hat. Und er möchte nicht, dass sie quasi mit ihrer Survivor-Skill weiterlebt, also mit diesem Gefühl, dass sie eigentlich hätte sterben müssen. Und wenn er jetzt gesagt hätte, hey, pass auf, du hättest sterben müssen, dann würde sie wahrscheinlich sagen, ja, dann hätte ich wahrscheinlich sterben müssen. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich sterbe, weil die Welt, in der ich lebe, ist Tod und Zerstörung und alle Menschen sterben und ja, warum sterbe ich nicht? Und ist ein bisschen traurig, aber so ist es. Entschuldigung. Ich glaube, ich hoffe, ich bin jetzt wieder da.
Ja, es ist, also es gibt da keine vernünftige Antwort. Das ist halt so dieses klassische Trolley-Problem oder die Frage, was macht man? Also zählt das, der zweite Teil ist letztes Jahr rausgekommen. Den habe ich auch hier in der Special-Edition tatsächlich. Genau. Joel ist kein Held und Ellie ist keine klassische Damsel in Distress, sondern sind beide sehr sehr nah daran, Figuren zu sein, bei denen man eher den Eindruck hat, dass man selber so sein könnte. Also ich meine, klar, die bringen jetzt eine ganze Menge Leute um und überleben Sachen, die sie nicht überleben sollten, aber es ist trotzdem eine abgefuckte Welt, in der sie sind. Und sie sind quasi immer noch den abgefuckten Vibes sozusagen unterworfen. Ja. Ja, es ist halt quasi, er ist nicht der klassische Held. Also er hat sowas wie einen moralischen Kompass. Ich glaube, den erkennt man auch. So ein bisschen do your own thing und kümmere dich um sich selber. Sehr, eigentlich sehr liberale Haltung zum Anfang des Spiels. Und da sehen wir gerade Pogo und Trumpet. Hallo, Pogo. Aber er verändert sich. Er kommt wieder zurück. Ich glaube... Genau, und ich glaube, er stellt fest, dass die Welt wieder was zu bieten hat für ihn. Sarah zu verlieren hat, glaube ich, hat ihm das rausgeprügelt. Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen. Ja, es tut mir leid. Ich war letzte Woche auch mega überrascht. Wir hätten letzte Woche auch zu Ende spielen können. Also, wir sind jetzt eine Stunde und ich habe mir wirklich auch ein bisschen Zeit gelassen mit dem Sneaken. Beim ersten Versuch habe ich es wahrscheinlich eh nicht lang gebraucht, aber aggressiv gespielt. Ich glaube, heute hätte ich es ein bisschen aggressiver spielen können und wäre nicht so viel gestorben. Aber ja, das ist schon echt eine Herausforderung. Joel ist kein Spock und Joel macht aus Ellie kein Spock. Also es gibt dann nicht die klassische Zorn des Khan Twistkiste, wo man dann halt am Ende dann sagt, hey Mensch, ja, das Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl einer einzelnen Person, oder ich bin immer furchtbar mit Zitaten, aber das ist halt das klassische Star Trek Spock Zitat, um Gottes Willen. Was ist denn heute mit mir und den Namen nicht richtig? Ja. Ich finde es ein hervorragendes Spiel. Ich find's cool, dass ich über den Verlauf des Spiels auch wirklich den Eindruck habe, dass ich mit den Figuren verwachse und denen näher komme und ich merke, wie die sich entwickeln. Und ich nehme diese Schwere, die Joel zum Anfang hatte, und dann dieses abgefuckte, abgestumpfte Leben und dann dieser Impuls, der dann in ihm dieses Bedürfnis auslöst oder das Gefühl auslöst, dass es tatsächlich wieder jemanden gibt, dem was bedeutet. Und nicht, weil es halt einfach so ist, sondern halt einfach, weil sie miteinander klarkommen und sehen, dass beide in dieser rauen, wie gesagt, abgefuckten Welt irgendwie miteinander sind. Ja. Ich finde es gerade gut, dass es so ein offenes Ende ist. Und ich finde es gerade gut, dass wir am Ende nicht sagen, hey, Joel hat alles richtig gemacht. So, also was ist auch die Frage, was ist an der Stelle alles richtig zu machen? Und wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen, das ist jetzt, glaube ich, die sechste, siebte Woche, die wir das Spiel jetzt spielen. Also wir haben schon tatsächlich auch gut Zeit reingebracht. Ich muss mal irgendwann demnächst mal gucken, wie lange die Playlist dann geworden ist. Das Video geht dann nächste Woche Freitag an Start. Ja, genau. So ein bisschen die Frage, ob ihr noch Bock habt, ein bisschen weiter zu zocken. Wir sind irgendwie kurz nach 8, haben jetzt eine Stunde gemacht. Könnt gerne nochmal einfach reingucken in Ratchet & Clank, wenn ihr Bock habt, so anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, wie sich's anfühlt. Kann nicht garantieren, dass es jetzt zum Anfang nicht ganz viele furchtbare Intro-Sequenzen und sowas gibt, die uns dann ganz viel Zeit nimmt. Aber dann würde ich halt einfach demnächst mal auf Ratchet & Clank umschalten, wenn wir die hervorragenden Leute, die dieses Spiel entwickelt haben, die da mitgewirkt haben, ausreichend gewürdigt haben, werde ich hier die ganze Zeit drüber quatschen, dass zum Beispiel Elodie Hummel und Arthur Tenn mitgewirkt haben oder Special Thanks gekriegt haben im Fall von Arthur. Susanne Plath hat auch mitgemacht und Don Shellcross. Ohne Spaß, das sind alles coole Leute. Mana Yamaguchi hat auch mitgemacht. Finde ich aber cool.
Und es ist, also wie gesagt, das Narrativ ist das, glaube ich, die beste Erfahrung, die ich auf der PlayStation 4 gemacht habe. Das beste Spiel ist immer noch Spider-Man, aber wer hätte das gedacht? Dass ich Spider-Man mag? Das ist schon eine coole Kiste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den ganzen Kram hier am Ende rausschneiden kann. Oder dass mir der rausgeschnitten wird. Von entweder von Twitch direkt oder von YouTube. Ich hätte die Musik hier runterdrehen sollen. Naja, aber ist alles nicht so. Alles nicht so ultra wild. Ja, habt ihr noch Fragen? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade hin soll. Ich habe vielleicht mal eine Frage bei Twitch-Etikette. Hey, es gab niemals einen zweiten Teil. Das ist ja überraschend. Ja, und ich mag tatsächlich Spider-Man. Ich hab, ohne Spaß, die entwickeln warte, oder die arbeiten wahrscheinlich gerade schon an dem zweiten Teil für die in der PlayStation 5 Remaster oder so. Ach ja. Ja. Es hat nie einen zweiten Teil von The Last of Us gegeben. Oh, das ist ja spiegelverkehrt. Seht ihr das auch spiegelverkehrt? Das ist ja weird. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ratchet & Clank ist auch spiegelverkehrt. Warum zeige ich euch das? Ja. Cool, das haben wir durch. Ich würde den Stream dann tatsächlich an der Stelle mal kurz ausmachen und dann gleich wieder anfeuern. Dann machen wir mal eine Runde Ratchet & Clank. Der zweite Teil, der frisst tatsächlich, also wenn wir den im 3-Stunden-Takt spielen, dann sind wir easy 3 Monate. Also wenn wir wirklich jeden Freitag 3 Stunden spielen, dann sind wir easy 3 Monate dabei. Und es ist tatsächlich, also ich kann vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen, aber okay, ich möchte auch May nicht als Moderatorin und als Zuschauerin verlieren. May kann ja vielleicht kurz ein bisschen was in Chat hauen und ja, wie gesagt, ich mach kurz aus, stell gleich noch meine Frage und dann sind wir gleich wieder da und dann wird alles sexy und alles gut und dann, ja.